I'm dreaming of a white Christmas. Just Weihnachten steht vor der Tür, das Fest der Sinne, vor allem der Düfte. Ob frisch gebackene Kekse oder der Nadelduft des Adventskranzes, es ist einfach ein herrliches Fest für uns. Wir sollten so früh wie möglich planen. Ja, heuer bin ich ein bisschen kurzfristig mit meinen Tipps, doch ich weiß, weniger ist oft mehr. Wie wir wissen, ist jede Demenzform so individuell wie die unterschiedlichen Persönlichkeiten von uns Menschen. Zu viele Anreize können bei Menschen mit Demenz zu Überforderung führen. Das kann zum Beispiel dauernd laufende Weihnachtsmusik im Hintergrund sein, viele Leute, die durcheinander reden, Lärm oder auch blinkende Weihnachtsbeleuchtung. Die kann natürlich zu Irritation führen und Angst auslösen. Um mit unseren Lieben trotzdem schöne Festtage zu genießen, braucht es eine gewisse Vorbereitung, Flexibilität und Alternativen. Nicht alle Tipps und Anregungen helfen bei jedem. Wir können sie jedoch ausprobieren und vielleicht ist etwas dabei, was uns bei der Planung des Weihnachtsfestes unterstützen kann. Wichtig ist, dass wir auch alle Familienmitglieder und Gäste vor dem Weihnachtsfest über den Zustand des Betroffenen informieren und welche Unterstützungsmöglichkeiten wir anbieten können. Vor allem sollten wir den Betroffenen in die Mitte holen, auch wenn er sich nicht so äußern kann oder beim Gespräch teilnehmen. Und wie können wir unsere Lieben in ein Gespräch einbinden? Am besten ist es, wenn wir mit Gesprächen über die Vergangenheit anfangen. Zum Beispiel können wir fragen, wie hast du Weihnachten früher gefeiert und erlebt? So kann der Betroffene auch Traditionen weitergeben. Im Vorfeld können wir schon planen, dass wir am Weihnachtsabend uns abwechselnd um unsere zu betreuende Person kümmern, also zum Beispiel um Mama. Eine Stunde schaut mein Bruder, eine Stunde ich und wir können es auch an andere Gäste delegieren, die dafür bereit sind. Wichtig ist es auch, dass wir mit unseren Lieben über das bevorstehende Fest sprechen und sie fragen, worüber sie sich am meisten freuen würden und wo sie gerne mithelfen würden. Zum Beispiel beim Christbaum schmücken, beim Tischdecken, beim Einläuten oder ja, das gibt ihnen nämlich auch Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Und wir unterstützen sie natürlich. Wichtig ist auch, dass wir die Programmpunkte nicht so in die Länge ziehen. Das kann auch zu Überforderung führen. Und wenn wir merken, dass sich der Betroffene nicht mehr wohlfühlt, dass wir uns auch flexibel verhalten und auch mit ihm zurückziehen können, zum Beispiel ins Nebenzimmer oder mit ihm auch spazieren gehen können. Also nicht an den Programmpunkten festhalten, sondern an diesem Abend auch flexibel sein. Und wenn alle Bescheid wissen, sollte das eigentlich kein Problem sein.
Da Menschen mit Demenz in der Wahrnehmung sehr eingeschränkt sein können, ist die Dunkelheit oder nur reines Kerzenlicht für sie sehr anstrengend und es kann zu Orientierungsstörungen und Unsicherheit führen. Hier müssen wir sie unterstützen und dafür sorgen, dass auch genug Beleuchtung vorhanden ist und nicht dauerndes Kerzenlicht und Dunkelheit. Vielleicht nur für die gewissen Rituale, Programmpunkte und dann wieder das Licht einschalten, damit sich der Betroffene wohlfühlt. Das muss man eben auch abschätzen, wie die Demenz sich verhält, sozusagen. Achtung bei heißem Geschirr, zum Beispiel Fondue. Menschen mit Demenz können oft unkontrolliert irgendwo hintasten. Und hier gilt es, dass wir dabei sind und auch dazu schauen. Oder auch Dekorationen, die herumliegen und ja, die vielleicht gefährlich sein könnten. Oder zum Beispiel Kerzen, die unbeaufsichtigt sind. Also da müssen wir wirklich gut aufpassen. Hier gibt es auch Kerzen, die LED-Kerzen, die sind sehr zum Vorteil. Sind vielleicht nicht so schön und romantisch wie echte Kerzen, aber sie tragen zur Sicherheit bei. Wie schaut es mit Geschenken aus für Menschen mit Demenz? Also, aus meiner Erfahrung heraus ist es das Schönste, mit den Menschen zusammen zu sein, die einem vertraut sind. Ansonsten empfehle ich Geschenke wie zum Beispiel ein Erinnerungsalbum mit alten Fotos, mit tollen Erlebnissen, das beim Betroffenen schöne Erinnerungen auslöst. Oder zum Beispiel ein Buch über die Region, wo er geboren und aufgewachsen ist. Oder zum Beispiel eine Erinnerungskiste mit Gegenständen, die positive Gefühle auslösen. Wichtig ist auch, dass Familienmitglieder und Bekannte es nicht persönlich nehmen, wenn sie vom Betroffenen nicht mehr erkannt werden. Es geht darum, dass wir den Betroffenen ein schönes Fest ermöglichen und das gemeinsam mit ihm feiern können. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und gerne könnt ihr in den Kommentaren Ergänzungen beifügen und, wenn es euch gefallen hat, ein Like geben. Würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch ganz schöne Weihnachten, ob ihr es feiert oder nicht. Es ist eine ruhige Zeit und eine nachdenkliche Zeit für viele Menschen. Und ja, auf jeden Fall wünsche ich euch allen Gesundheit, viele schöne Momente. Und wenn wir uns vorher nicht mehr sehen, wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr.